Wenn euer Heizkörper anfängt zu blubbern oder er nicht mehr richtig warm wird, dann liegt das meistens daran, dass Luft im Heizkörper drin ist. Diese Luft gehört natürlich nicht in den Heizkörper rein, die müssen wir da rausholen und das macht man in der Regel über ein Entlüftungsventil, das sich dann hier an der Seite am Heizkörper befindet. Dafür gibt es dann so einen Schlüssel, ne? Den steckt man da rein, dann hält man so einen kleinen Becher unten drunter, ja, und dann dreht man das Entlüftungsventil auf und lässt dann halt die Luft raus, bis Wasser kommt und dann dreht man das wieder zu und dann ist der Heizkörper entlüftet. Bei manchen Heizkörpern muss man das im Laufe der Heizperiode häufiger machen. Das kann natürlich ein bisschen nerven, besonders dann, wenn man schlecht an den Heizkörper drankommt oder da irgendwelche Möbel vorstehen. Für diesen Fall gibt es dann sogenannte automatische Entlüfter oder auch selbstständige Entlüfter genannt. Und wie man so einen selbstständigen Entlüfter selber an einem Heizkörper montieren kann, das zeige ich euch heute hier in diesem Video. So sehen diese selbstständigen Entlüfter aus. Die haben hier hinten ein Gewinde und mit diesem Gewinde schraubt man sie anstelle des normalen Entlüfters in den Heizkörper rein. Und da diese selbstständigen Entlüfter schon einen Dichtring haben, braucht man doch keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen mit Dichtband oder mit Hanf oder mit irgendwelchen Dichtungsmitteln treffen. Die Entlüfter hier, die bekommt ihr in jedem Baumarkt, in der Sanitärabteilung, und wenn ihr nicht im Baumarkt rennen wollt, dann habe ich euch hier unten in der Videobeschreibung ein paar Links reingepackt. Da könnt ihr so ein ganzes Set mit 5 Stück für ein paar Euro hier im Onlineshop bestellen. Um jetzt die Entlüfter einzubauen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Heizkörper nicht mehr von Wasser durchflossen wird. Wenn der Thermostat hier noch auf offen steht, läuft ja Wasser in den Heizkörper rein. Das heißt also, wenn wir auf der rechten Seite dann gleich den Entlüfter rausschrauben, dann würde ja auch Wasser dann aus dem Heizkörper rauslaufen. Das wollen wir natürlich vermeiden und deshalb muss man hier diesen Smart Home Thermostat dann auf die kleinste Temperatur einstellen. Dann muss man einen kleinen Augenblick warten. Und dann fährt er das Ventil, was sich hier hinter befindet, zu. Und damit nicht das Wasser uns über den Rücklauf aus dem Heizkörper rausläuft, müssen wir hier unten noch ein weiteres Ventil schließen. Dazu haben diese Abschlussventile hier unten meistens so eine Kappe. Die kann man dann entweder mit diesem Rollgabelschlüssel lösen oder auch wie hier kriege ich den schon mit der Hand ab. Wenn ihr das Ventil hier zudreht, merkt euch bitte genau, um wie viel Umdrehungen ihr das Ventil schließt. Denn die Einstellung dieses Ventils ist für den sogenannten hydraulischen Abgleich eurer Heizungsanlage sehr wichtig. Hier bei mir waren es genau 3 Umdrehungen und nochmal etwa 40, 45 Grad. Wenn ich das Ventil hier unten wieder aufdrehe, stelle ich genau wieder diese 3,5 Umdrehungen plus die etwa 45 Grad ein. Da ja auch schon mal ein Tropfen daneben gehen kann, legt ihr euch am besten hier unten noch einen kleinen Lappen hin. Mit Hilfe dieses Rollgabelschlüssels, dann löst ihr jetzt hier dieses Ventil ein bisschen und dreht das dann raus. Den letzten Rest kann man meistens mit der Hand rausdrehen. Dann nehmen wir den automatischen Entlüfter, stecken den hier rein und drehen den dann mit ein paar Handumdrehungen erstmal fest. Mit dem Rollgabelschlüssel zieht man das Ventil denn hier wieder fest. Wenn der Entlüfter festgeschraubt ist, öffnet ihr hier erstmal das kleine Handventil. Dann geht ihr hin und öffnet euren Thermostat wieder. Hier muss ich den nur auf die gewünschte manuelle Temperatur einstellen und einen kurzen Augenblick warten und dann geht das Ding nämlich schon auf. Zum guten Schluss dreht man dann hier das Absperrventil wieder auf die vorhergehende Stellung wieder zurück. Dann hört man es hier auch schon so ein bisschen zischen. Der fängt nämlich jetzt an, erstmal ein bisschen zu entlüften. Und sobald da ein bisschen Wasser rauskommt, dann drehen wir das Ventil gleich zu. Und zwar genau jetzt. Nachdem das Ventil jetzt hier geöffnet ist, kommt diese Schutzkappe hier wieder drauf. Die Schutzkappe hier zieht ihr dann zum Schluss noch einmal leicht hier mit dem Rollgabelschlüssel fest. Aber wie gesagt, nur leicht. In der Kappe hier ist so eine kleine Dichtscheibe drin, die dichtet dann durch das
Festziehen richtig ab. Solltet ihr euch nicht sicher sein, hier in welcher Stellung man dieses Ventil auf- bzw. zudrehen soll, da kann ich euch hier nur ein Video empfehlen. Und zwar ist die richtige Einstellung dieses Ventils wichtig, und zwar für die Einstellung des hydraulischen Abgleichs einer Heizungsanlage. Da klickt da hier oben auf dem Link, da ist ein anderer YouTube-Kollege, der euch die genaue Einstellung dieses Ventils erklärt. So sieht dann der fertig eingebaute Entlüfter hier am Heizkörper aus. Jetzt gehen wir noch mal in einen anderen Raum, da zeige ich euch noch mal an einem anderen Typ Heizkörper, wie man da auch so einen Entlüfter einbauen kann. Zum Schluss zeige ich euch das Ganze noch mal hier an so einem Wandheizkörper. Hier oben an dieser Stelle hat er den manuellen Entlüfter sitzen und den tauschen wir jetzt gegen den automatischen Entlüfter aus. Als erstes gehen wir hin und drehen den Thermostat zu. Dann schließen wir hier dieses Ventil, da ist noch so eine Verschlusskappe drauf, die nehmen wir vorher runter. Dann drehen wir das hier zu. Und zwar ist es genau 1,5 Umdrehungen. Das merken wir uns, weil um genau diese 1,5 Umdrehungen müssen wir es zum Schluss wieder aufdrehen. Dann gehen wir jetzt hin und lösen hier oben das manuelle Entlüftungsventil. Zur Sicherheit einen Lappen dran halten, weil ein paar Tröpfchen gehen immer mal daneben. Dann nehmen wir jetzt hier den automatischen Entlüfter und drehen ihn einfach rein. Zum Schluss ziehen wir das Ganze noch handfest mit dem Schlüssel hier an und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt gehen wir hin und drehen den Thermostat wieder auf und hier unten öffnen wir wieder um 1,5 Umdrehungen. Und dann kommt noch die Verschlusskappe wieder drauf. Ja, und fertig ist die ganze Aktion. Also ich bin mit den Dingern hier super zufrieden. Die tun ihren Zweck, kosten nicht viel Geld und sparen das lästige Entlüften. Gerade oben hier bei mir im Dachboden, jetzt hier im Haus, da ist immer ein so ein Heizkörper, kommt man schwer dran, ist natürlich der höchste und da sammelt sich natürlich am ehesten die Luft. Da muss man dann unter Umständen schon mal ein oder zweimal in der Saison ein bisschen Luft rauslassen. Seitdem ich diesen Entlüfter drin habe, da muss ich nämlich nicht mehr unter den Tisch krabbeln und dann immer da in der Ecke an dieser Entlüftungsschraube mit der Hand drehen. Das übernehmen die Teile jetzt. Und noch kurz ein paar Worte hier zu diesen Smart Home Thermostaten, die ja heutzutage viele Leute haben. Bei den Dingern ist dann ein Problem, was auftreten kann. Hatte ich nämlich mal beim Vorgängermodell. Da ist es nämlich so, da ist ja hier so ein Regelstift drin, der dann mit so einem Elektromotor angetrieben wird. So, und jetzt ist dann Luft im Heizkörper drin und der Thermostat oder dieser Regler hier, der merkt ja, dass der Raum nicht richtig warm wird, weil da Luft drin ist. Das heißt, der geht ja hin und dreht immer weiter diesen Stift dann hier raus, ne, sodass der Thermostat dann öffnet. So, irgendwann ist natürlich die Regelgrenze erreicht, dann sagt das Ding, dreh auf und dann gehen nämlich diese Getriebe hier drin kaputt. Jetzt sage ich mal so, bei diesem Homematic hier ist jetzt nicht gerade ein billiges Teil, aber das andere Teil, was ich hatte, da war dann Luft im Heizkörper drin und da hat er immer versucht dagegen zu regeln und irgendwann hat das Getriebe wahrscheinlich seinen Geist aufgegeben. Das kann man natürlich mit so einem automatischen Entlüfter super gut verhindern. Ne? Und seitdem ich hier überall im Haus diese Homematic IP-Teile habe, habe ich auch an den meisten Heizkörpern, die jetzt gerade weit oben liegen, hier im Dachboden und im Büro, diese automatischen Entlüfter dran. Damit nämlich genau das nicht passieren kann, dass mir so ein teurer Thermostat einfach im Laufe der Jahre kaputt geht und das Getriebe seinen Geist aufgibt. Soweit zum Thema Heizkörper entlüften. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne was in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr euch nicht sicher seid mit dem, was ihr tut, dann geht bitte zum Handwerker eures Vertrauens und lasst euch von dem diese Dinge einbauen. Also in diesem Sinne, bis zu einem meiner nächsten Videos und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.